Symbole. Dann machen wir das mal. Was für Zeichen waren auf Wilbur's Tür? So etwas wie eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Ich würde mal sagen, das ist eine Schnecke mit langem Hals. Schon ein Fisch ohne Kopf. Also den Stern haben wir 100% schon. Das ist wohl der Fisch ohne Kopf. Das ist der Stern und jetzt fehlt nur noch der Ast. Vielleicht das? Anscheinend nicht. Auch nicht. Vielleicht das? Das müsste es sein. Ah! Die Tür hat sich geöffnet, Ivo! Supi! Das habe ich mir gedacht. Mit diesen Steinscheiben kann man Dinge im Tempel steuern. Vermutlich eine Spielerei der Priester. Sesam, öffne dich und so ein Kram. Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool! Ja, das ist doch immer cool hier. Tja, der gute Wilbur, der braucht sowas nicht. Der kann einfach so durchlatschen. Schauen, was gibt's denn hier so Feines? Eine Art Luke mit einem Rad. Ich schaffe es nicht. Okay. Einer der Steine ist aus der Wand gebrochen. Früher oder später wird wohl der gesamte Tempel einstürzen. Einer der Steine... Okay, dann müssen wir wohl erstmal gucken, was die Plattformen hier bewirken. Oh, nett. Die Wurzeln hängen ziemlich tief, aber immer noch zu hoch für mich, um an ihnen raufzuklettern. Na, aber Wilbur könnte noch raufkommen. Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Nein. Was stehst du denn hier rum? Hopp, hopp! Die Wurzeln hängen ziemlich tief, aber immer noch zu hoch für mich, um an ihnen raufzuklettern. Ach, na gut, vielleicht muss Wilbur die ja kennen. So. Selbst in dieser Tiefe gibt es noch Wurzeln. Und wie es scheint, wollen sie noch weiter nach unten. Vielleicht könnte ich sie mit Captain Nates Hilfe sogar erreichen. Aha. Captain Nate, können Sie mich mal hochheben? Warum sollte ich? Ich kann dann vielleicht die Wurzeln da oben erreichen. Und dann? Dann kann ich mich hochziehen. Was bringt mir das? Naja, vielleicht finde ich einen Weg, sie hier rauszuholen. Also schön. Schon überredet. Es hat funktioniert! Ich spare mir das Jubeln für später auf. Ja, aber wir sind noch nicht fertig, denn das muss ja erstmal wieder runter. Hoch, meine ich. Captain Nate? Ja, nun mal nicht rum, Nate. Mach hinne. Danke. Ja, und als Nate müssen wir jetzt auf die eine Plattform. Na komm, so. Und schön drauf lassen. Das ist ein ziemlicher Brocken. Aber ich könnte ihn vielleicht dennoch verschieben. Na dann mach mal. Dann kriegen wir Nate vielleicht endlich nach oben. Ja, noch nicht ganz. Es wir müssen klappt. Auch noch drauf. Der Stein und ich sind zusammen schwer genug. Supi. Weg mit dir! Na ja, dann machen wir erstmal die Luke auf. Das war's. Die Luke ist offen. Super, und? Das heißt, wir können Wilbur jetzt wieder nach oben schicken.
und Nate wieder runter. Na gut. Egal, Hauptsache die Luke ist endlich mal offen. Gehen wir mal durch die Tür. Na gut, da werden wir wohl erstmal wieder Bilbos Hilfe brauchen. Somit werden wir theoretisch schon mal bei Ivo, aber wir müssen noch weiter. Ins Dunkel. Und da oben wird der Schacht noch mal schmaler. Na dann, noch weiter hoch mit dir. Hi, Ivo. Wilbur. Ich habe eine verborgene Leiter gefunden. Sie hat mich hierher geführt. Gut gemacht. Was glitzert bei dir da oben so? Wahrscheinlich das da. Das hier. Ein Kristall. Wirf ihn mir bitte runter. Ich habe eine Idee, wofür der gut ist. Aber ich gut muss zielen, weiter. Bitte. Abenteuer erleben, Fallen umgehen, Geheimnisse enthüllen. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, mein Kleiner. Na. Ja, die Kleinen werden immer unterschätzt. Das ist eine Steintafel. Auf ihr sind dieselben Symbole, die man hier überall an den Wänden sieht. Bingo. Die brauchen wir. Dann kann Ivo bestimmt was machen. Hey Ivo, kannst du damit was machen? Schau mal, Ivo, ich habe eine Steintafel mit Symbolen gefunden. Tatsächlich? Zeig mal her. Ich glaube, genau danach habe ich gesucht. Danke. Wir sind ein gutes Team. Nur nicht übermütig werden. Ach Mann, sei doch mal etwas nett zu den Kleinen. Na dann, mal schauen. Ich würde sagen, erstmal das unterste. Das habe ich schon alles gef... Ach, ich bin ja auch doof. So lang. Ja, ist noch ein bisschen früh. Da funktioniert das hier noch nicht richtig. Okay, dann das. Dann eine Muschel. Bingo. Dann das. Und zuletzt noch der Schrimp. Interessant. Es klang so, als hätte sich wieder etwas getan. Okay, Wilbur. Wieder los mit dir. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Nur kann man hier nicht einmal sehen, wohin er führt. Ist doch wurscht, rein mit dir. Aha, hier bin ich also. Ist da noch ein Kristall? Ja. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Jetzt haben wir alle drei. Jetzt müssen wir dort noch irgendwie Nate da rausholen.
Okay, dann auch die anderen beiden Sachen eingeben. So, das nächste ist dann die komische Muschel. Warte mal, dann noch der Farn. Ha. Mal schauen, was kommt jetzt. Aha. Okay, das war das. Und zu guter Letzt noch der Rest. Und das letzte noch. Hm. Die Kombination ist richtig. Da scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Ah. Okay, okay. Dann müssen wir wohl erstmal das Rad drehen. Ah. Jetzt aber. Kalt. Nass. Ah. Oh. Blutungsvorgang. Aber hey, jetzt kommt er raus. Wir sind jetzt alle wieder vereint. Jetzt müssen wir nur noch alle hierher. Werden wir endlich das Geheimnis lüften, hoffe ich zumindest. Aha. Der letzte kommt hier hin. Genau das gleiche wie drüben. Jetzt fehlt ja nur Wilbo in der Mitte und schon sind wir fertig. Ja, der steht hier immer auf wie bestellt und nicht abgeholt, aber das werden wir jetzt endlich lösen. In diesem Tor steckt ein Kristall. Ah, endlich. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, ja, wollte es nur mal erwähnt haben. Wir verstehen das. Soll ich wirklich? Ja, du sollst. Wünscht mir Glück. Ich finde einen Weg, wie man das Tor von der anderen Seite aus öffnen kann. Viel Glück. Ich passe auf dich auf. Mutiger kleiner Kerl. Allerdings. Und was machen wir beiden Hübschen jetzt so ganz alleine? Kapitel 3, der versunkene Tempel. Na, so weit waren wir auch schon. Aber ich glaube, das Kapitel hat schon sehr bald ein Ende, denn sehr viel durfte da nicht kommen. Also schön, Wilbur. Jetzt liegt es an dir.